Mein Name ist Anne Köster, ich bin im Bayerischen Wirtschaftsministerium für China zuständig und freue mich sehr, Sie heute durch das heutige Seminar begleiten zu dürfen. Es sind außergewöhnliche Zeiten für uns alle. Die Einreise nach China ist stark eingeschränkt, mit so vielen Hürden verbunden, dass eine persönliche Teilnahme an einem Gemeinschaftsstand quasi nicht möglich ist. Gleichzeitig finden in China viele Messen wieder statt. Besteht da nicht eine Chance, sich vor allem dem chinesischen Publikum vorzustellen und dabei als ausländische Firma besondere Aufmerksamkeit zu erlangen? In den letzten Monaten haben wir alle gelernt, über neue Optionen nachzudenken und neue Wege zu gehen. Und dies wollen wir heute gemeinsam mit Ihnen tun und konzentrieren uns auf die Umweltmesse IE Expo Chengdu, den jüngsten Ableger der IFAD in China, die vom 8. bis zum 10. Juli dieses Jahres zum dritten Mal stattfinden wird. Was haben wir in der nächsten Stunde vor? Zuerst wird Ihnen Frau Sauter, Referatsleiterin für Messen bei Bayern International, über die konkreten Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen des Bayerischen Gemeinschaftsstands auf der Expo informieren. Aber ein Gemeinschaftsstand ist nicht nur das Zusammenkommen von verschiedenen Firmen unter bayerischer Flagge, sondern er steht auch durch die Zusammenarbeit verschiedener Akteuren in Bayern vorab. Neben Bayern International und der IHK Nürnberg für Mittelfranken ist es für die Expo Chengdu auch das Umweltcluster Bayern. Herr Mayer, Geschäftsführer, wird heute auf die Bedeutung des chinesischen Marktes und die Rolle von Fachmessen für bayerische Umweltfirmen aus Sicht des Umweltclusters kurz eingehen. Dann wollen wir mehr über die Region Westchina, Austragungsort der IE Expo Chengdu, erfahren. Von meiner Kollegin vor Ort, Frau Cheng Lanri, um den Regionaldirektor Südwestchina der Außenhandelskammer China, Herrn Wen Xiaofei, werden Sie erfahren, warum es sich lohnt, diese Wachstumsregion besser kennenzulernen und welche Potenziale Sie dort finden. Um entscheiden zu können, ob eine Messeteilnahme sich für Sie lohnt, ist es wichtig zu erfahren, welches Profil hat diese Messe genau. Wie schaut es mit der IE Expo Chengdu aus? Wir freuen uns sehr, dass wir Frau Schlegel und Frau Fritz vom Team der IFAD Auslandsmessen bei der Messe München heute begrüßen dürfen. Schließlich möchten wir Sie über die konkrete Unterstützung durch das Bayerische Repräsentanzbüro in Chengdu informieren. Wenn Sie noch keinen Vertreter vor Ort haben, wie könnte Ihre Beteiligung konkret aussehen? Welche Angebote gäbe es aktuell, um eine in Ihrem Sinne gute Präsentation Ihres Unternehmens zu gewährleisten? Und zu guten Letzt haben wir genug Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Noch ein paar technische Hinweise. Das Webseminar wird bis auf den letzten Teil, in dem wir Ihre Fragen beantworten werden, aufgezeichnet und steht Ihnen im Nachgang auf dem YouTube-Kanal von Bayern International zur Verfügung. Auch die Präsentation lassen wir Ihnen gerne in den kommenden Tagen zukommen. Alle Teilnehmer sind für den ersten Teil stumm geschaltet und dann haben Sie die Möglichkeit, gerne auch mit Ton und Bild, wenn Sie es wünschen, Ihre Fragen direkt zu stellen oder Sie nutzen die Chat-Funktion. Wir wünschen allen Teilnehmern ein interessantes Webseminar. Zuerst darf ich Ihnen die erste Referentin, Frau Siglinde Sauter, kurz vorstellen. Frau Sauter verantwortet bei Bayern International den Bereich Messen seit vielen Jahren. Mit ihrem Team begleitet sie bayerische Unternehmen auf Fachmessen und Konferenzen weltweit. Die Kollegen von Bayern International sind auf Branchen spezialisiert und verfügen über viel Erfahrung, von der sie gerne profitieren können. Frau Sauter wird Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuellen Beteiligungsmöglichkeiten an der IE Expo Chengdu vorstellen. Liebe Frau Sauter, Sie haben nun das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Köster. Ja, bayerische Gemeinschaftsstände, Vorteile und Präsentationsmöglichkeiten trotz Einreisebeschränkungen. Eine sehr gute Möglichkeit sind die bayerischen Gemeinschaftsstände. Bayerische Gemeinschaftsstände sind ein gemeinschaftlicher Auftritt, das heißt Präsentation von bayerischen Unternehmen. Sie als Unternehmen können sich in unterschiedlicher Größe präsentieren und angebunden an die Firmen. Präsentation ist der Bayerische Informations- und Servicebereich. Sie können das in dem rechten Bereich sehen, wo die Gruppe steht. Im Servicebereich befindet sich eine Lounge, die Ihnen und unseren Gästen zur Verfügung steht für Gespräche, auch mit einer entsprechenden Bewirtung und auch mit weiterer Unterstützung. Also hier schon mal so ein erster Eindruck, Gesamteindruck, wie ein bayerischer Gemeinschaftsstand aussieht.
was sind die Vorteile von bayerischen Messebeteiligungen, besonders in diesen Zeiten, wo es sehr unsicher ist, eine Messebeteiligung zu planen? Wird die Messebeteiligung durchgeführt, bietet eine bayerische Beteiligung sehr viele Vorteile und vor allem auch eine sehr tatkräftige Unterstützung. Zum Beispiel die komplette Messeorganisation übernehmen wir für Sie. Sie profitieren von der Förderung durch das Bayerische Wirtschaftsministerium. Wenn Sie zur Messe kommen, finden Sie bereits einen schlüsselfertigen Stand vor Ort und vor allem, wie Sie vorher schon am Gemeinschaftsstand gesehen haben, Sie erzielen viel mehr Aufmerksamkeit durch einen größeren Auftritt, durch einen einheitlichen Auftritt und vor allem auch durch die Marke Made in Bavaria, Made in Germany. Den Launch-Bereich habe ich schon erwähnt und vor allem Ziel Ihrer Messeteilnahme ist es ja, Geschäftskontakte anzubahnen. Und da unterstützen wir Sie tatkräftig. Wir nehmen Ihnen die Organisation ab, sodass Sie sich auf Ihre Kontaktanbahnung und auf Ihren Messeauftritt entsprechend konzentrieren können. Am Stand gibt es auch einen allgemeinen Dolmetscher-Service, zum Beispiel jetzt in China, wo dann auch entsprechend in Chinesisch also übersetzt wird. Welche Möglichkeiten haben Sie, sich nun zu beteiligen? Ich möchte Ihnen im Folgenden drei Beteiligungsmöglichkeiten vorstellen. Zum einen ist es ein klassischer Messestand von 9 Quadratmetern oder größer. Sie sehen hier auch zwei Beispiele. Die Innengestaltung des Standes liegt bei Ihnen als Unternehmen. Ich habe hier einfach mal als Beispiel einen 9-Quadratmeter-Stand genommen. Jetzt bei der AI Expo sind Sie gefördert bereits mit 2.430 Euro dabei. Dazu kommt noch die Anmeldegebühr des Veranstalters von 195 Euro. Die ist zu zahlen bei allen Beteiligungspaketen. Bei diesem klassischen Messestand können Sie eine Fläche ab 9 Quadratmeter wählen. Bis 30 Quadratmeter ist sie förderfähig. Es wäre natürlich auch möglich, eine größere Fläche zu nehmen. Das nächste Standpaket ist ein kleineres Standpaket und zwar ein Paket B, eine ca. 2 Quadratmeter große Standeinheit, die es Ihnen ermöglicht, entsprechend sich zu präsentieren. Sie können ein Poster anbringen, Sie können Broschüren, Regal, Sie haben ein abschließbares kleines Sideboard und Sie können sich mit einem Gesprächspartner unterhalten. Das Beteiligungspaket B ist bereits gefördert ab 800 Euro, sehr günstig, dann noch zuzüglich der Anmeldegebühr. Das Beteiligungspaket B eignet sich vor allem für Unternehmen, die beim ersten Auftritt, die erstmal mit geringem Mitteleinsatz und vor allem auch die keine großen Exponate haben. Dann gerade auch in diesen Zeiten, Frau Köster hat es ja schon angesprochen und es wird ja heute auch ein großes Thema sein, dass die Einreise quasi aktuell und auch bis auf Weiteres nach China nicht möglich ist. Das heißt, Sie und wir werden uns vertreten lassen. Und da gibt es sozusagen noch eine dritte, sehr kostengünstige und auch als Starterpaket anzusehende Lösung, eine Posterausstellung. Wir bieten Ihnen da ein Komplettpaket an, also auch ohne persönliche Präsenz. Das heißt, Sie brauchen auch vor Ort keine Vertretung und können sich mit einem Poster dort präsentieren lassen. Wir nehmen Ihre Broschüren und Visitenkarten mit und das ist alles ein Gesamtpaket. Sie sind vor Ort im Katalog Veranstalterkatalog eingetragen und Sie haben auch die Möglichkeit, uns ein Video zur Verfügung zu stellen. Dann spielen wir das auch am Screen von unserem Bayern-Stand ab und auf diese Weise sozusagen sind Sie vertreten, sehr, sehr kostengünstig und in diesem Fall übernimmt die Betreuung die bayerische Repräsentanz in Chengdu, während bei den anderen Paketen Sie entweder ein Vertreter oder eine andere Alternative sozusagen für die Vertretung benötigen. Da geht ja später unsere Kollegin aus Chengdu noch drauf ein. Die Posterausstellung ist mit 250 Euro auch sehr, sehr günstig. Die Bayerische Gemeinschaftsbeteiligung auf der AI Expo Chengdu wird in diesem Jahr zum ersten Mal geplant sein und vor allem wichtig, Sie möchten Kontakte zu chinesischen Unternehmen knüpfen und das mit möglichst geringem Aufwand, dann bietet es sich an, am Gemeinschaftsstand teilzunehmen. Auf die Risikominimierung gehe ich gleich noch ein. Sie können sich jetzt gerne anmelden. Der Anmeldeschluss ist am 12. Mai und Ansprechpartner ist mein Kollege Fabian Göllner, der sich natürlich über Anmeldungen oder auch bei Fragen freut, wenn Sie persönlich Kontakt mit ihm aufnehmen. Unsere Partner hat ja Frau Köster eingangs schon angesprochen, deshalb gehe ich jetzt auch dann weiter und zwar zum Thema die Vorteile gerade in diesen Zeiten, dass Sie Ihr Risiko sehr, sehr stark minimieren können. Das heißt, wir bieten bei bayerischen Messebeteiligungen
sehr spezielle Rücktrittsbedingungen an. Das heißt, sie können kostenlos von ihrem Messeauftritt zurücktreten und erhalten dann die Gebühren, also für ihren Stand und auch die Anmeldegebühr zurückerstattet bei abgesagten Messen oder Beteiligungen und Verschiebungen durch den Veranstalter oder auch bei Einreisebeschränkungen. Gut, von dem gehen wir jetzt ohnehin aus, dass weder Sie noch wir vor Ort sein können, sondern dass wir uns vertreten lassen. Und wie ich schon angesprochen habe, später geht Frau Zeng von der Bayerischen Repräsentanz nochmal auf das Thema ein. Wenn Sie keinen Partner oder Vertreter haben, der Sie vor Ort präsentieren kann, welche Möglichkeiten es noch gibt, dennoch präsent zu sein und da auch wichtigen Zeichen zu setzen und auch Kontakte schließen zu können. Ja, vielen Dank für diesen Überblick, liebe Frau Sauter. Messen Sie aber nicht nur ein Ort der Unternehmenspräsentation, sondern auch des Netzwerkens. Wir freuen uns sehr darüber, heute der Netzwerkspezialist für die Umwelttechnologie in Bayern, Herrn Alfred Meyer, begrüßen zu dürfen. Basierend auf seinen nationalen und internationalen Erfahrungen, seiner vielfältigen Ausbildung als Innovationsmanager, zertifizierter CSR-Manager und Business Coach und seiner langjährigen Praxis der Netzwerkarbeit engagiert sich Herr Meyer seit 2016 als Geschäftsführer des Umweltcluster Bayern für eine optimale Vernetzung zwischen KMUs, Wissenschaft und Politik im Rahmen von vielen konkreten neuen Projekten. Er ist überzeugt davon, dass die erprobten Lösungen der bayerischen Umwelttechnologie einen wichtigen Beitrag zur Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und zur Bewältigung globaler Umweltprobleme leisten könne. Dabei wird China eine wichtige Rolle spielen. Lieber Herr Meyer, wir freuen uns auf Ihre Einführung. Ja, guten Morgen zusammen. Frau Köster, vielen Dank für das Intro. Sie haben mich ja in wenigen Worten wunderbar beschrieben. Also vielen Dank und auch meine Leidenschaft für dieses Thema Umwelttechnologie aus Bayern in die Welt zu tragen, zum Ausdruck gebracht. Ja, also ich freue mich sehr, heute zusammen mit den Partnern der heutigen Veranstaltung hier ein bisschen was zum Umweltcluster zu erzählen, aber natürlich auch meine Sicht der Dinge auf die großen Chancen in China für unsere Unternehmen zum Ausdruck zu bringen. Und das Umweltcluster Bayern ist ja eine Institution, die jetzt schon 15 Jahre existiert. Das heißt, wir sind im Jahre 2006 entstanden im Rahmen dieser Cluster-Offensive Bayern neben verschiedenen anderen Organisationen oder Clustern hier in Bayern. Und wir haben letztendlich zwei wesentliche Aufgaben, die Innovationsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen zu fördern, zu steigern, gemeinsam weiterzuentwickeln. Gehen Sie auf die nächste Folie, bitte, Herr Günther. Ja, Dankeschön. Ganz wichtig, und das Thema Vernetzung ist ja auch schon zum Ausdruck gekommen. Ohne Partner, ohne gemeinsame Aktivitäten wird man in keinem Markt erfolgreich sein. Und deswegen, glaube ich, ist es sehr wichtig, in einigen Eckdaten ein paar Punkte zum Umweltcluster hier Ihnen vorzustellen. Wir sitzen in Augsburg, sind ganz eng verbandelt mit den neuen bayerischen Industrie- und Handelskammern auf der einen Seite, aber natürlich auch mit allen bayerischen Ministerien, in erster Linie mit dem bayerischen Wirtschaftsministerium im Rahmen der Förderung der Clusteroffensive, aber auch mit allen anderen Institutionen und vor allem mit wichtigen Partnern wie eben Bayern International, der Messe München, um nur jetzt einige, den IHK hatte ich schon erwähnt. Und entscheidend ist bei uns, dass es eine Kombination aus über 150 Unternehmen in allen Kerndisziplinen der Umweltwirtschaft gibt und das Ganze verquickt mit 80 Institutionen aus dem Bereich Wissenschaft und Forschung. Und das macht uns insofern sehr innovativ und schlagkräftig, weil wir mit dieser Netzwerkstruktur ein globales Thema, und Umwelttechnologie oder Umweltherausforderungen sind definitiv global,
sehr gut bewältigen können. Dass wir im Ausland erfolgreich sind, beweisen auch über 120 erfolgreich umgesetzte Projekte. Und natürlich ist das Thema Vernetzung, hatte ich ja schon erwähnt, ein ganz, ganz zentraler Punkt. Deswegen ist eine unserer Hauptaufgaben, uns mit allen wichtigen Partnern in dieser Welt zu vernetzen. Die bayerischen Auslandsrepräsentanten und die Außenhandelskammern, nur mal hier beispielhaft genannt. Warum ist China für unsere Unternehmen im Cluster ein solch wichtiger Markt? Alle reden heutzutage vom Klimaschutz, ne? Und ich glaube, ohne China und den großen Hebel, den dieses wunderbare Land in dieser wichtigen Frage auf den Weg bringen kann, wird es uns nicht gelingen, diese großen Herausforderungen zu bewältigen. Damit es funktioniert, und davon bin ich überzeugt, deswegen freue ich mich, hier auch diese Initiative auf der IE Expo Chengdu unterstützen zu dürfen. Das Ganze geht wahrscheinlich besser und leichter, wenn bayerische Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologie aus unserem Cluster ihre Lösungen dort platzieren, wo die Herausforderungen da sind. Und insofern wäre das eine wunderbare Sache und das kann ich nur empfehlen, Fachmessen, das Zusammenbringen der richtigen Menschen zur richtigen Zeit, zu den wichtigen Fragen, ist eine der elementaren Voraussetzungen, um erfolgreich Projekte auf den Weg zu bringen. Und mit dem Appell möchte ich schließen, dass die Bayerische Umwelttechnologie gerne bereit ist, sich mit ihrem Know-how, ihrer Expertise hier auf den Weg zu machen und das wichtige Format der IE Expo in Chengdu tatkräftig zu unterstützen und den Fragen der chinesischen Kollegen und Partner gerne zu beantworten, wenn es um das Thema umwelttechnologische Lösungen geht. Da ist Bayern, denke ich mal, sehr gut aufgestellt und speziell im Umweltcluster Bayern haben sich ganz tolle Firmen hier unter dem Dach des Netzwerks versammelt, die sicherlich hier einen wertvollen Beitrag leisten können zum, und jetzt schließe ich auch meine Rede, zur ganz großen Menschheitsaufgabe, das Thema Klimawandel beherrschbar zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf und Frau Köster, jetzt gebe ich wieder zurück an Sie. Dankeschön. Ja, danke, Herr Mayer, für diese motivierenden Worte. Nun sind wir neugierig auf Westchina. Ich freue mich daher sehr, dass wir heute meine Kollegin, Frau Cheng Lanri, sowie Herrn Wang Xiaofeng hier live aus Chengdu begrüßen dürfen. Bevor beide Referenten uns mehr über die Potenziale dieser spannenden Region für Umwelttech-Firmen berichten, möchten Sie beide kurz vorstellen. Frau Cheng Lanri leitet seit November 2018 das dritte bayerische Repräsentanzbüro in China. Auch wir, Freistaat Bayern, haben uns für einen neuen Standort in Westchina vor ein paar Jahren entschieden. Bisher waren wir an der Ostküste in Qingdao in der Provinz Shandong sowie in Shenzhen in der Provinz Guangdong vertreten, haben aber erkannt, dass wir in Westchina die bayerischen Firmen auch gut unterstützen können und sollten. Wir freuen uns sehr, dass Frau Cheng seit Beginn an das dortige Büro in Chengdu leitet. Frau Cheng hat Germanistik studiert und hat sich sehr früh in der deutsch-chinesischen, aber auch europäischen chinesischen Zusammenarbeit engagiert. Sie ist eine hervorragende Netzwerkerin und nutzt diese Eigenschaft im Interesse bayerischer Firmen, die bereits in Sichuan tätig sind oder sich für diese Region interessieren. Dabei arbeitet sie eng mit der Außenhandelskammer AHK China und mit dem Büro in Chengdu. Herr Wen Xiaofeng ist für Sie ein wichtiger Partner. Als Regionaldirektor der AHK in Chengdu, Funktion, die er bereits seit 2015 innehat, unterstützt er deutsche Unternehmen bei ihrem Markteintritt, organisiert spannende Projekte wie Discover Germany oder den German-China Building Summit und begleitet zahlreiche Delegationen. Nach einem Germanistikstudium konnte Herr Wen sogar im Rahmen eines längeren Aufenthalts Bayern näher kennenlernen. Wir freuen uns auf aktuelle Informationen über Westchina. Liebe Lanri, du hast das Wort. Ja, vielen Dank an Frau Köster für die Einführung sowie die Vorstellung. Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren. Wie Frau Köster erwähnt, unsere bayerischen Repräsentanzen befinden sich in drei Städten hier in China, einmal in Qingdao sowie in Shenzhen an den Ostküstengebieten. Und ich bin zuständig für die Angelegenheiten in Westchina mit Bürositz in Chengdu als Hauptstadt von Provinz Sichuan. Ja,
Fabian, ich bräuchte vielleicht ein bisschen Unterstützung. Könnten wir zur nächsten Seite gehen? Ja, wenn Sie das Wort Westchina sehen, woran denken Sie denn? Jeder kennt Beijing und Shanghai oder die sogenannten Küstengebiete, wo mit wirtschaftlichem Erfolg durch 40-jährige Wirtschaftsreform und Eröffnungspolitik von der Zentralregierung geprägt wird. Doch seit 20 Jahren schenkt man immer mehr Aufmerksamkeit sowie Wert in Richtung nach Westchina. Meine Präsentation wird aus drei Teilen bestehen, und zwar Kurzinfo über Westchina, ihre Geschäftschancen in Westchina und die vorhandenen Kooperationsprojekte im Bereich von Umweltschutz zwischen Deutschland und Westchina. Ja, zuerst lassen wir mal die Landkarte schauen. Die westlichen Gebiete sind mit blau markiert. Das heißt, Westchina bedeutet die 12 von 34 Provinzverwaltungsregionen von China. Die Gesamtfläche von Westchina beträgt 6,9 Millionen Quadratkilometer. Das ist über zwei Drittel der Gesamtfläche von ganz China. Oder kann man so verstehen, es ist ungefähr 1,5 mal groß wie die Gesamtfläche von alle EU-Staaten. Die Zahl der Bevölkerung von Westchina ist ca. 380 Millionen. Das ist ca. ein Drittel der Gesamtbevölkerung von ganz China. Die Topografien Westchinas sind Becken, Ebene, Berge, Hügel und Hochebene. Wenn man diese Worte hört, könnte man vielleicht vermuten oder höchstwahrscheinlich vermuten, dass diese Regionen unterentwickelt sein könnte. Aber was hat China in den letzten Dekaden mit der Entwicklung erlebt? Wie sieht die Internationalisierung stand hier aus? Gerne nehme ich Provinz Sichuan als Beispiel. Unter alle 34 Provinzen im ganzen China, Sichuan Provinz rangiert auf Platz 6 für die BIP. Und unter allen Fortune 500 Unternehmen sind bereits 364 präsent hier in Westchina. Nächste Folie bitte. Ja, und was sind die Vorteile von Westchina dann? Zuerst ist diese Region reich an Naturressourcen wie Energie, Materialien, Boden und Wasser. Darunter machen Erdgas- und Kohlenreserven jeweils ca. 88% und 40% des ganzen Landes aus. Und die Wasserressourcen im Südwestchina machen 70% der Gesamtmenge des Landes aus. Da China vor 2060 die sogenannte Klimaneutralität erreichen will, zeigt die Umweltschutzindustrie einen immer wachsenden Markt hier. Besonders wegen der reichen Wasserressourcen hier in China, in Westchina stellt besonders die Provinz Sichuan starke Wettbewerbsfähigkeit in Bezug auf die Stromkosten, was landesweit am billigsten sind. Und die wichtigste Industriebranche sind Geräte- und Automobilherstellung, Elektroindustrie, fortschrittliche Materialien, Energie und Chemie und so weiter. In Bezug auf Infrastruktur und Verkehr in China gibt es so eine Sage: Wenn man reich werden möchte, braucht man unbedingt vor allem den Weg bauen. In vergangenen Jahren hat China viel an der Infrastruktur gearbeitet. Immer mehr Flughäfen, Eisbahnen mit Hochgeschwindigkeitsstrecke sowie Autobahnen werden aufgebaut. Drei Beispiele für Westchina würde ich gerne hier nennen. A, wie zum Beispiel die Bergprovinz Guizhou, hat bereits mit 7000 Kilometern das dichteste Autobahnnetz im ganzen China. Jede Kommune ist hier durch Autobahn erreichbar, was für Verkehr und Transport und für Handel sehr bedeutend ist. Und B ist, dass der Flughafen in Chengdu, Sichuan-Provinz, ist während der Pandemie im letzten Jahr zum beschäftigsten Flughafen der Welt geworden. Die Umschlagskapazität war sogar höher als die Flughäfen von Dallas, Fort Worth, Beijing und Shanghai und so weiter. Und durch Chengdu Flughafen wurde Schutzmaterialien auf der ganzen Welt gebracht. Und daneben sollte der zweite internationale Flughafen Chengdu seit diesem Juli in Betrieb gesetzt werden. Das ist nach Beijing und Shanghai die dritte Stadt in China, die über zwei internationale Flughäfen verfügen kann. Und man kann erwarten, dass neben der bereits verfügbaren Direktflüge nach Frankfurt, London, Paris, Amsterdam, Prag noch weitere Flüge nach Europa ausgebaut werden.
Und Beispiel 3 würde ich dann die sogenannte die Schnellzugverbindung zwischen China und Europa nennen. Und zwar seit 2011 war die erste Bahnlinie von Chongqing nach Duisburg erfolgreich eröffnet. Und dann folgte von der zweiten Bahnlinie von Chengdu aus nach Nürnberg. Und nach gegen 10-jährigen Entwicklungen sind solche Zuglinien nach Nürnberg, Hamburg, Mannheim, Tilburg und so weiter in ganz Europa ausgebreitet. Darunter müssen fast alle Linien nach Europa von oder durch Westchina ausgehen. Die Zeitdauer der Warentransport von Westchina nach Europa kostet ca. 14 Tage, also 2 Wochen. Das ist nur ein Drittel der Dauer vom Seetransport, aber die Kosten ist nur ein Fünftel der vom Lufttransport in normaler Zeit. Nächste Folie, bitte. Um das westliche Gebiet tatkräftig zu unterstützen, hat die Zentralregierung viele Förderungsmaßnahmen getroffen, wie zum Beispiel Go West Strategie und der 14. Fünfjahresplan. Und wir haben hier ein paar Beispiele, die sogenannte Guidelinie zur Beförderung der Umweltschutzbranche genommen. Und zwar mit Einfluss von solchen Maßnahmen hat sich Westchina in den letzten Jahren viel stark entwickelt. Das BIP von wichtigen westlichen Städten zeigen jedes Jahr neue Rekord. Ups, sorry. Vorletzte Folie, bitte. Sorry. Noch über das generelle Bild, und zwar wie zum Beispiel die Stadt Chongqing. Das BIP belief sich auf 313 Milliarden Euro. Das ist Top 5 landesweit. Und Chengdu, wo unser Repräsentanzbüro sich befindet, die Zahlen belief sich auf 225 Milliarden Euro. Und das ist Top 7 landesweit. Und solche Städte sehen so aus, als sie sich nie bremsen würden. Und dann haben wir die ein paar Schläge für Sie im Bereich Umweltschutz gesammelt. Die folgenden Industriezweige in Westchina sind von der Zentralregierung sowie lokaler Regierung Chinas gefördert und willkommen. Und hier gerne würde ich auch darauf hinweisen, dass die folgenden Beispiele oder die Branche sind auch die Schwerpunktbranchen für Ihr Expo Chengdu. Und wie zum Beispiel für Wasser- und Abwasserbehandlung, für Wasserversorgung und Abwassersystem, und auch wie zum Beispiel für Energie- und Ressourcennutzung von Abfällen, Straßenverreinigung und Wartung, Lärm- und Vibrationsschutz. Neben dem oben genannten Bedarf haben Deutschland und Westchina seit langer Zeit auf verschiedene Weise miteinander kooperiert. Und zum Beispiel die universitäre Kooperation zwischen Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und Uni Sichuan, sowie auch zwischen TU Clausthal und Uni Sichuan. Und auch gibt es sogenannte offizielle Kooperation auf der Regierungsebene, wie zum Beispiel zwischen das Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz von Nordrhein-Westfalen mit Umweltministerium von Provinz Sichuan. Und es gibt auch viele sogenannte innovative Kooperationen miteinander, wie zum Beispiel KfW Bankengruppe und Alba GmbH. Und in Bezug auf die traditionelle Zusammenarbeit, es gliedert sich also normalerweise dann in Form von Joint Venture durch beide Seiten, sowie Merger and Acquisition, sowie Gründung der Niederlassung hier. Und dann technologische Transfer oder Zusammenarbeit werden aufgebaut, wie zum Beispiel hier haben wir einen Beispiel NV-Plan für Abwasserbehandlung hier genannt. Ja, ja, das ist wegen der Zeitbeschränkung konnte ich leider nicht jedes Beispiel nennen, aber wenn Sie weitere Fragen haben oder genauere Informationen über die bereits verfügbaren Projekte benötigen, können Sie uns jederzeit anwenden. Vielen Dank. Oder soll ich das Wort direkt an Herr Wen von Außenhandelskammer hier schon weitergeben? Ja, Herr Wen ist schon da.
Hallo, schönen guten Morgen. Sonnige Grüße aus Chengdu. Mein Name ist Wen Xiaofei und ich bin Regional Director von AHK Chengdu. Danke für die Einladung, dass ich hier einen kurzen Überblick über die Wirtschaft in Südwestchina für deutsche Unternehmen für Sie auch darstellen können. Ich werde folgendes so darstellen. Erstens würde ich kurz über AHK vorstellen und dann würde ich einen Überblick für Sie über die deutsche Wirtschaft hier in China fassen und dann auch speziell über die Südwestchina hier in Südwestchina auch darstellen. So, jetzt sollen wir mal, fangen wir mal an. Genau, ich glaube, ich kann. Super, genau. Erstmal über die AHK. Die AHK ist die offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft in Ausland. Und da sehen Sie, da in alle wichtigen Länder der Welt sind wir vertreten. Wir haben mehr als über 50.000 Mitglieder weltweit, also außer Deutschland, und über 140 Standorte in 92 Ländern. Und wir sind mit 2.000 Mitarbeitern beschäftigt. Die AHK hat in China fünf Hauptniederlassungen, und zwar Beijing, Shanghai, Guangzhou, Taipei und Hongkong. Und darunter gibt es noch regionale Büros, zum Beispiel Chengdu, das für Südwestchina zuständig ist. Und in China haben wir ca. 207.000 Mitarbeiter und wir sind seit 1981 hier in China vertreten. Und genau, und dann rechts gezeigt ist, dass die Funktionen von uns hier in China, da sind wir offizielle Vertretung der deutschen Wirtschaft und auch Dienstleister für deutsche Unternehmen und auch Mitglieds an Organisationen. Hier sieht man, das ist da eigentlich eine Footprint von einer deutschen Unternehmen seit dem Markteintritt bis zum Erfolg hier in China. Das ganze Prozess, da können wir verschiedene Dienstleistungen anbieten. Also je nachdem, in welcher Markteintrittsphase sich das Unternehmen sich befindet, können wir es den deutschen Unternehmen gut unterstützen. Also wie gesagt, hier, ich sitze in Chengdu, mein AHK Chengdu-Büro ist seit 2011 hier bestanden und wir haben hier 45 Mitgliedsunternehmen. Wir haben 6 Mitarbeiter hier und rechts sehen Sie, dass das Chengdu-Büro ist zuständig für Sichuan und hier, genau, und dann Chongqing, das ist wie ein Hund. Und dann Yunnan hier ist wie ein PV und Guizhou, weiß ich nicht, wie das aussieht, aber genau die 4 Provinzen. Genau, und es werden auch verschiedene Dienstleistungen eingeboten, von Hilfe der Beitritt bis zu Corporate Services und so weiter. Also hier würde ich einige deutsche Unternehmen zeigen, die hier in Südwestchina als Beispiel sind. Wir haben hier also mehr als die Unternehmen als hier gezeigt, Unternehmen hier in Chengdu. Aber sehr ein Beispiel sind zum Beispiel Siemens, BMW, Allianz und auch Max Bögl. Das sind Beispiele aus Bayern hier. Und daneben haben wir noch Würth, Bosch, Daimler, Herrenknecht, BASF und VW sind auch hier. Also ziemlich stark. Gut. Also das sind kurz über den AHK hier in Chengdu, auch dem deutschen Unternehmen. Also habe ich ein paar deutsche Unternehmen genannt. Und jetzt würde ich gerne einen Überblick für Sie über den deutschen Unternehmen hier in China mal darstellen. Und zuerst eine kurz über die generell allgemeine Information über die deutsche Wirtschaft hier in China. Vor dem würde ich vielleicht gucken, könnt ihr da gucken, dass die BIP und BIP pro Kopf von China
Das sind ja ein paar Zahlen darüber. Also wichtig ist die Anzahl der deutschen Unternehmen hier in China. Und wir haben hier momentan 5.200 deutsche Unternehmen hier in China. Und die meisten Industrie sind der Maschinenbau, Automobil, Business, Dienstleistungen, Elektronik und Chemieindustrie. So, jetzt würde ich gern einige von unseren Ergebnissen der German Business Confidence Survey mal zeigen, damit ihr besser Überblick von der deutschen Wirtschaft hier in China fassen könnten. Diese German Business in China, diese Business Confidence Survey, das machen wir AHK hier in China jedes Jahr. Das sind die Umfrage an alle deutschen Unternehmen hier in China, vor allem an den Mitgliedsunternehmen hier in China, damit wir wissen, wie der Stand der deutschen Wirtschaft hier in China ist. Und hier sind einige sehr wichtige Ergebnisse oder Signale, würde ich sagen, dass ich gern mit Ihnen gern mitteilen möchte. Also erstens ist die Bewertung von den deutschen Unternehmen über den chinesischen Markt. Also fangen wir von dem rechts an. Also von dem rechts sehen Sie, dass die meisten deutschen Unternehmen finden, dass die Markt hier in China in 2021 wird es besser sein. Also das sind überwiegend deutlich mehr, die meisten, also 77%. Und genau geguckt, welche Industrie haben diese das Bewusstsein, ist, dass die Automobil zum Beispiel, das sind mit 73% und Business Services mit 65% und auch ein sehr großer Teil ist diese Electronics, das sind mit 72%. Also man sieht ja, bei dem Industrie von Automobil bis Elektronik, das sind die, und auch weiter bis Maschinenbau, das sind alle Industrie, die glauben, dass der Markt hier in China besser wird in diesem Jahr. Und nur bei dem Plastik, also bei dem Metallprodukt, da sind anders. Da sind das ein bisschen nicht so wie die anderen, sondern also die meisten denken, das wird nicht geändert. Genau. Und der zweite Slide zeigt, wie wichtig ist China für die deutschen Unternehmen hier. Und da sehen Sie, da gibt es drei Linien. Eine ist diese blaue, dieser dunkle Blau ist der Global Turnover und hellblau ist der Global Profit und dann die grüne ist die Global Investment, vor allem hier in China. Und das sehen Sie, dass die bei dem chinesischen die Investment hier in China in diesem von 19 bis 20, das wird auch nicht geändert. So, das sind quasi eine also allgemeine Überblick über die deutsche Wirtschaft hier in China, vor allem zu dem 19. Stand. Und jetzt würde ich gerne den spezifisch über Südwestchina für Sie mal mitteilen. Und erstens, da hat gerade Lara sehr gut dargestellt, welche Regionen, welche Provinzen zum Südwestchina, zu Westchina gehören und auch zu Südwestchina gehören. Und auch die Fläche und die Bevölkerung, das sehen Sie hier mit dem Zahl. Und auch von jedem Provinzen, dem BIP, hat man auch ein paar Zahlen, da würde ich nicht mehr also einzelne so vorlesen, das könnt ihr hier deutlich sehen. Aber was sehr interessant, würde ich gleich in den nächsten Slides mal zeigen, da sehen Sie, dass der Wachstum hier in Südwestchina ganz stark ist. Und hier in Südwestchina haben wir die wichtigsten Wirtschaftszweige sind zum Beispiel Elektronik und Automobil, Chemie, Stahlbau, Nahrungsmittelindustrie und Textilindustrie. Und da sind die meisten deutschen Unternehmen auch schon hier niedergelassen. Gut, ich würde erstmal vielleicht mit über die, diese Herausforderung würde ich nochmal zurückkommen. Ich werde zuerst mal die Wachstum hier in Südwestchina mal zeigen, weil das sehr ganz interessant ist.
Also die Wachstumschancen für deutsche Unternehmen hier in Südwestchina, würde ich sagen, aus unserer Perspektive ist ziemlich groß. Da gibt es verschiedene Gründe, die drei hier genannt, Unterstützung durch die Regierung und vollständige Infrastruktur und schnelle Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung sind die Hauptgründe, die wir denken, dass hier in Südwestchina also Chancen für den deutschen Unternehmen haben. So, genau. Also Unterstützung durch die Regierung, da sehen Sie, das gibt es von jeder Provinz oder auch sogar Städte in Südwestchina verschiedene Maßnahmen, Politiken und Regelungen, die den ausländischen Investment, ausländische Unternehmen unterstützen können, hier in dieser Region zu landen. Und gibt es auch so Links dazu. Also wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne das Link so folgen, dass die Dokumente da genau gucken. Also für welche Industrie gibt es welche Politik und Maßnahmen, damit die Unternehmen hier besser so eintreten können. Das ist erstens. Und zweitens ist die vollständige Infrastruktur. Da sehen Sie, dass hier sind drei Beispiele gezeigt. Aber erstens mit dem Wachstum hier der Wirtschaft wird auch die Infrastruktur des Südwestchinas immer vollständiger sein. Und hier sind nicht nur diese 5G-Stationen, sondern auch wirklich so physische Infrastruktur. Hier sind zum Beispiel dieser Thimphu International Airport, das ist der zweite Flughafen hier in Chengdu. Und Chengdu ist auch mit diesem Flughafen ist auch die vierte Stadt hier in China, die mit zwei Flughafen haben. Und zweitens ist dieser China-Europe, diese Zugverbindung, diese Güterzugverbindung von Chengdu nach Nürnberg. Und das ist auch für diese Logistik sehr ein Vorteil ist, dass man von Europa, von Deutschland nach China Waren importieren möchte. Und dann noch eine, diese von Yunnan, das ist ein gutes Beispiel, dass diese River Bridge, diese Brücke, und weil, wie Lara gerade dargestellt ist, dass in Südwestchina, auch in Westchina gibt es viele, die geografische sind auch anders als als Küstenstädte. Also hier gibt es mehr Bergen, mehr Flüsse, mehr Hochgebiete und so weiter. Deswegen die Infrastruktur ist sehr wichtig. Und man sieht ja hier, dass die Infrastruktur, die Verbindung, Netzwerke ist immer vollständiger. Deswegen, das hat man eine gute Basis für die Wirtschaftswachstum. So, jetzt kommen wir zurück zu dieser Slide. Das ist da quasi als eine vielleicht Hintergrund für Sie, dass die Herausforderungen hier für die deutschen Unternehmen hier in China, da sehen Sie ja, Herausforderungen sind die langsamen, grenzüberschreitende Internetgeschwindigkeit. Das ist wahrscheinlich auch nicht sehr neu für den deutschen Unternehmen. Und zweitens ist auch diese Bürokratie hier in China und die Verwaltungshürden. Und drittens ist die Rechtsunsicherheit, vor allem diese IP-Rights-Verteidigung. Und auch gibt es und noch weitere Herausforderungen ist unklare regulatorische Rahmenbedingungen. Dafür ist die Repräsentanzbüro von Bayern und auch wir hier in China, damit wir den deutschen Unternehmen hier vor Ort unterstützen können, bei solchen Schwierigkeiten zu bewältigen. So. Vielleicht ganz am Ende kurz über mich selber, vielleicht ein paar, eine wichtige, sehr interessante Punkte vergessen, und zwar die Wachstum hier in Südwestchina. So, das Internet, habe ich gerade gesagt, eine Internetverbindung ist immer sehr langsam hier in China, das stimmt so irgendwie.
Genau, gut. Schnelle Geschwindigkeit der Wirtschaftsentwicklung hier. Was hier sehr wichtig oder sehr interessant für Sie sein könnte, ist, man sieht ja hier, das ist ein so gesamte BIP in China, also nach Regionen, nach Provinzen. Und den ersten hier, das ist durchschnittlich die BIP-Wachstum hier in China. Und da sehen Sie der durchschnittliche BIP-Wachstumsrate der chinesischen Provinzen und Städten in 2020 beträgt 2,3%. Und allerdings die BIP-Wachstumsrate der Provinzen und Städte in Südwestchina, und zwar Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou, liegt jedoch deutlich über dem Durchschnitt. Zum Beispiel Sichuan ist 3,8, Chongqing 3,9, Yunnan 4,0 und Guizhou 4,5. Daher glaube ich, das ist ein gutes Beweis, dass die Wirtschaft Wachstum hier in Südwestchina ganz stark ist und auch viele Chancen für den deutschen Unternehmen und deutsche Wirtschaft hier gibt. Gut, so jetzt endlich über mich ein paar Worte und genau, mein Name ist Xiaofei Wen und ich bin der Regional Director von AHK hier in Chengdu und seit 2015 bin ich hier bei AHK Chengdu und meine Schwerpunkte ist die Strategieentwicklung und Markteintrittsentwicklung hier in Südwestchina und auch Markteintrittsberatung für deutsche Unternehmen und auch Projektmanagement und Projekte sind zum Beispiel Discover Germany, das ist für Konsumgüter aus Deutschland und German China Building Summit und das bezüglich die Bauindustrie und dann auch viele Delegationen habe ich begleitet. Gut, wenn Sie Fragen haben oder Informationen, die Sie über Südwestchina haben möchten, können Sie gerne mich an mich wenden. Hier ist mein Kontakt und auch hier ist der QR-Code von uns im WeChat-Account. Da sind auch viele Informationen über die wunderbare Veranstaltung und auch Anfragen der chinesischen Unternehmen, da gibt es auch und auch weitere Informationen, die Sie vielleicht interessieren könnte. Gut, so, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt gebe ich zurück zum Frau Küster. Ja, lieber Herr Wen, lieber Lanri Cheng, vielen, vielen Dank. Man sieht, es passiert viel in Westchina. Das bedeutet auch, dass natürlich neben der Verkehrsinfrastruktur Investitionen auch in den Umweltschutz auch stattfinden. Und wir sehen, Westchina ist eine spannende Region und passt damit sehr gut zu IFAD, denn die IFAD ist eine wahre Erfolgsgeschichte. 1966 fand sie zum ersten Mal statt, damals mit knapp 150 Ausstellern aus 9 Ländern und 10.000 Besucher aus 40 Nationen. Heutzutage ist die IFAD die größte Fachmesse der Umwelttechnologiebranche weltweit mit über 3.000 Ausstellern aus knapp 60 Ländern und 140.000 Besuchern aus beinahe der ganzen Welt. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Messe München früh über einen Export dieses Messeschlagers nachdachte. 2003 fand in Shanghai die erste IFAD-Messe im Ausland statt. Auch hier ließ der Erfolg nicht lange auf sich warten. Neben den Standorten Shanghai und Guangzhou bietet die Messe München seit 2019 die IE Expo in Chengdu an. Was sind die Besonderheiten dieser Messe? Für wen ist sie denn ein Muss, wenn man in Westchina verstärkt Geschäfte machen will? Ich freue mich sehr, heute Frau Katharina Schlegel und Frau Patricia Fritz von der Messe München begrüßen zu dürfen. Frau Schlegel ist seit 12 Jahren in verschiedenen Positionen im In- und Ausland bei der Messe München tätig und verantwortet seit Ende 2016 alle IFAD-Auslandsmessen in China, Indien, Südafrika und der Türkei. Dabei wird sie von Frau Fritz seit 2 Jahren als Projektassistent für die IFAD-Auslandsmessen in China, Indien und Südafrika verantwortlich unterstützen. Liebe Frau Schlegel, liebe Frau Fritz, wir sind mal gespannt, gleich mehr über die Expo Chengdu zu erfahren. Sie haben nun das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Köstner, für die nette Einführung. Ja, Frau Fritz und ich freuen uns natürlich heute, Ihnen ein paar Informationen zum IFAD-Netzwerk zu geben, aber natürlich auch vor allem zu unserem China-Netzwerk zu unserem Netzwerk in China, genau. Ich mache gerade die nächste Folie. Können Sie die gerade mal anzeigen, weil wenn ich draufklicke,
Jetzt geht's, genau. Wie Frau Köstner schon erwähnt hat in der Einführung, ist das IFAD-Netzwerk eigentlich das weltweit größte Netzwerk von Umwelttechnologien. Sie können hier sehen, dass wir mit unserer Muttermesse in München seit über 50 Jahren sehr erfolgreich sind. Wir sind dann als erstes nach Shanghai gegangen, in 2003 bereits. Und die Erfolgsgeschichte in Shanghai bzw. in China begann dann in 2012 so richtig, als wir dann mit einem chinesischen Partner einen Joint Venture begonnen haben. Und deswegen heißt die Messe auch IE Expo China und nicht IFA China. Das ist sozusagen dann ein Kunstwort, sage ich mal, aus dem ehemaligen Messenamen der IFAD und dem Partner. Und ich sage mal, die chinesische Erfolgsgeschichte begann auch vor allem in 2012, als dann eben auch die Umwelttechnologie in China verstärkt auch in den Fünfjahresplan aufgenommen wurde. Wie Sie hier sehen, sind wir eben in der Türkei seit 2015 und in Johannesburg ebenfalls seit 2015 aktiv. In Indien seit 2013, seit 2 Jahren auch mit einem kleinen Ableger in Delhi und in China in Guangzhou und in Chengdu. Aber darauf komme ich noch etwas später. Bitte die nächste Folie. Jetzt geht's genau, wie gesagt, die IFAD in München selbst ist die Weltleitmesse für Wasser, Abwasser, Abfall und Rohstoffwirtschaft. Und wie gesagt, nicht nur in München, sondern wir sind wirklich das weltweit führende Netzwerk in diesem Bereich. Was, sage ich mal, bei der IFAD und beim IFAD-Netzwerk im Vergleich zu beispielsweise anderen Umwelttechnologiemessen auf der Welt kennzeichnet ist, das ist, dass wir das komplette Spektrum abbilden, also sprich auf der einen Seite den Wasser- und Abwasserbereich und auf der anderen Seite eben den Bereich der Abfälle und der Sekundärrohstoffe, also das ganze Thema eben auch Recycling. Das ist sozusagen, würde ich mal behaupten, eines der Alleinstellungsmerkmale des IFAD-Netzwerkes weltweit. Sie sehen eben hier, sag mal, die Hauptpunkte, die wir auf allen unseren Messen abbilden. Wie gesagt, wir sind weltweit tätig und wie ich vorhin schon gesagt habe, was wir eben auch machen, ist, wir bilden wirklich die IFAD in München auf allen unseren Tochtergesellschaften weltweit ab. Das heißt, wenn Sie das Wort IFAD lesen, können Sie davon ausgehen, dass auch IFAD drin ist, wie man so schön sagt. Und wir haben, wie man eben hier sieht, ein einheitliches Profil. Das heißt, die Nomenklatur ist weltweit die gleiche. Allerdings natürlich immer mit einer, sage ich mal, länderspezifischen Färbung. Ein Beispiel ist das Thema Luftreinhaltung, das unter anderem in China einen viel, viel größeren Teil der Aussteller- und Besucherschaft ausmacht als beispielsweise in München, weil dort einfach das Thema sehr lange viel stärker auch seitens der chinesischen Regierung auf der Agenda stand. Gleichzeitig profitieren unsere Messen weltweit natürlich von den Synergieeffekten. Die Messen befruchten sich gegenseitig sehr, sehr gut, sei es auf der Besucher-, sei es auf der Ausstellerseite, aber natürlich auch von den Themen, die wir spielen. Und das Spannende eben auch bei unserem Netzwerk ist, dass unsere Partner, seien sie international oder die lokalen Partner, uns eben sehr, sehr stark unterstützen und das nicht nur in ihrem jeweiligen Markt, sondern eben auch weltweit. Also ich sage immer, unsere Partner ziehen mit uns um die Welt und das ergibt dann eben hier wieder auch diese von mir eingangs bereits erwähnten Synergieeffekte. Hier ist eigentlich ganz schön, da sieht man so ein bisschen eben hier unser weltweites Cluster. Das war auf der IFAD 2018 an unserem Family Booth und hier sieht man wirklich die Kollegen aus Indien, aus China, hier aus der Türkei. Also das ist eigentlich immer das Spannende hier an unserem weltweiten Netzwerk. Wie gesagt, wir sind weltweit tätig und 3-mal in China. Und hier können wir wirklich von einer Erfolgsgeschichte berichten. Gerade heute vor 5 Stunden hat die IE Expo China ihre Pforten wieder eröffnet.
wenn Sie diese Bilder sehen hier in Europa, man wird neidisch. Und Patricia, du kannst, glaube ich, bestätigen, wir haben gerade vor 3 Minuten die ersten Fotos von der Eröffnung von der Dixiang AI Expo China bekommen. Und es ist, ich kann Ihnen sagen, es ist noch voller als auf diesen Bildern. Wenn wir vielleicht nachher Zeit haben, können wir da auch noch mal ein paar zeigen. Also das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte hier. Wie gesagt, das ist unsere erfolgreichste Auslandsmesse im China-Cluster. Wie gesagt, wir sind seit 2003 bereits dort, allerdings seit 2012, wie ich erwähnt habe, mit einem Joint Venture, mit einem chinesischen Partner. Die Messe findet jährlich statt in Shanghai. Und ja, es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, wenn Sie hier sehen, wir hatten im 2020, im Corona-Jahr, eigentlich im Vergleich zu 2019 kaum einen Einbruch, kaum eine Reduktion. Wir waren mit 18.000 Ausstellern und 73.000 Besuchern am Start. Und dieses Jahr sehen Sie hier dieses Wachstum. Wir haben über 2.000 Aussteller und inzwischen sind wir bei 15 Hallen angekommen. Die Kollegen in China sagen schon immer, passt auf, irgendwann überholen wir euch in München. Genau, das ist sozusagen AI Expo China. Dann haben wir in 2015 sind wir praktisch nach Guangzhou gegangen, um hier eben den ersten regionalen Ableger der AI Expo China zu gründen. Wir wollten hier vor allem den hochinteressanten südchinesischen Markt abdecken, weil gerade eben auch in diesem sogenannten Pearl River Delta auch die Umwelttechnologie mit einem Hub eben auch dort hat und auch seitens der Regierung sehr, sehr stark gefördert wird. Und das war eben mit ein Grund, warum wir hier hingegangen sind. Auch hier können wir ein jährliches Wachstum verzeichnen. Ist natürlich, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu China ein kleines Baby, aber wir kommen schon noch in die Richtung. Aber das Ziel ist auch, dass wir hier gar nicht, sage ich mal, uns, ich sag mal, mit AI Expo China in Shanghai vergleichen wollen, weil wir hier ganz, ganz stark eben auch die regionale Struktur und die regionale Ausrichtung verfolgen. Die nächste Veranstaltung findet dann wieder im kommenden September statt. Ja, und jetzt sind wir eben dann auch in 2019 nach Chengdu gegangen. Ich würde mal sagen, die Gründe waren ähnlich, wie meine Vorredner schon gesagt haben. Es ist ein extremst wichtiger Standort, auch für uns ist ein extrem wichtiger Standort, natürlich für die Wirtschaft in China, auch diese ganze Go West etc. Strategie, die jetzt eben auch meine Vorredner schon angesprochen haben, der Fokus eben auch Umwelttechnologie und das war eben mit ein Grund für uns, warum wir sozusagen 2019 dann nach Chengdu gegangen sind. Und etwas mehr Informationen zur Messe selbst und auch nochmal etwas verstärkt zu den Gründen, das wird uns jetzt meine Kollegin Frau Fritz näher ausführen. Und deswegen übergebe ich jetzt an dich, Patricia. Vielen Dank. Genau, danke für die Einführung. Also so haben wir jetzt alle einen Überblick bekommen über die IFA, über die Auslandsmessen, über unsere China-Messen. Von Shanghai zu Guangzhou sind wir sozusagen jetzt in den Westen gekommen nach China, und zwar nach Chengdu. Ist also auch ein regionaler Ableger der AI Expo China, ist allerdings auch noch eine sehr kleine Messe. Wie Frau Schlegel schon gesagt hat, sind wir da erst seit 2019. Also dieses Jahr wäre sozusagen die dritte Version. Bei AI Expo Chengdu sieht man auch noch an den Zahlen von 2020. Gut, da haben wir natürlich auch noch die Pandemie. Allerdings sind wir hier schon ein bisschen kleiner als bei der Shanghai-Messe auf jeden Fall und minimal kleiner wie bei Chengdu mit 317 Ausstellern, knapp 18.000 Besucher und 23.000 Quadratmeter. Das sind so circa 2 Hallen, aber kann sich auf jeden Fall auch schon mal sehen lassen für die zweite Messe in Chengdu. Für 2021, genau, findet jetzt ja im Juli statt. Hier planen wir schon mit mehr Ausstellern, und zwar ungefähr 400 und auch auf eine größere Quadratmeteranzahl. Das heißt,
Sowohl unsere Kollegen in China als auch wir planen mit ein paar mehr Ausstellern, dass man sie schon vergrößert. Die IEXPO hat jetzt durch die dritte Durchführung ist sie eben präsenter geworden. Und somit hat sie auch an mehr Interesse gefunden bei Ausstellern und auch bei Besuchern. Wie Frau Schlegel und auch schon meine Vorredner gesagt haben, die Gründe für Chengdu. Also zum einen natürlich, wir haben eine große Muttermesse in oder Leitmesse in Shanghai, dann einmal im Süden und somit fehlte sozusagen der Westen. Hier wird sehr viel durch das Great Western Development Strategy oder auch die One Belt and One Road Market investiert. Also gerade von der Regierung wird hier sehr viel unterstützt, investiert in Industrie, in Infrastruktur und aber auch natürlich in hoher Fokus auf die Umwelttechnologien. Das heißt, die Regierung achtet nicht nur darauf, dass eben viel passiert im Industriebereich, sondern auch, dass auf die Umwelt geschaut wird. Weil wie wir alle wissen, ist China natürlich auch sehr auf Umwelt fokussiert. Messen sind hier auch sehr gut angekommen, beziehungsweise generell, weil dort eben die Besucher hingehen und auch die Gemeinden, die Kommunen, um eben herauszufinden, was sind die neuen Technologien, mit was können wir unsere Gemeinden ausstatten, damit eben die Umweltstandards angenommen werden. Und politisch werden sie auch hier sehr gut unterstützt. Das heißt, man hat ein hohes politisches Aufkommen an Ranghöchsten, die eben über die Messe gehen oder eben auch nationale und natürlich auch ganz besonders internationale Umwelttechnologien anschauen und sich als Referenz nehmen. Die Produktsegmente. Also generell haben wir natürlich oder möchten wir alles in Chengdu vertreten, also sei es Wasser, Luft, Abfall oder auch andere Umwelttechnologieprodukte. Von dem her ist ja alles vertreten. Fokus liegt aber natürlich auch auf Wasser, Abwasser, Luft, Abfall und Boden. Genau. Und dadurch, dass es eben noch so eine kleine Messe ist, sind wir natürlich im Wachstum. Das heißt, es kommt jedes Jahr immer mehr hinzu. Dann schauen wir uns mal die Aussteller an. Generell kann man sagen, dass die Chengdu-Messe eine noch regionale Messe ist. Das sieht man eben auch an der Ausstellerherkunft. Das heißt, 91% sind noch von China, also aus den chinesischen Provinzen wie Sichuan, Shanghai, Beijing und anderen. Hier sind wir also sehr gut vertreten von chinesischer Sicht. Es gibt aber auch schon einzelne internationale Aussteller, die ausgestellt haben im letzten und im vorletzten Jahr aus Japan, auch aus Deutschland, USA, Italien. Das heißt, internationale Aussteller finden immer mehr, die möchten immer mehr auch im Westen Chinas ausstellen, gerade durch die Gründe, die ich eben gerade benannt habe. Es wird immer mehr investiert und internationale oder auch gerade westliche Technologien, die bei uns eben sehr gut ankommen, die bei uns schon funktionieren, sind dort sehr gerne angesehen und kann man eben auch nach China bringen, um hier ihre Sachen auszustellen und einfach Besucher anzuregen, sich zu informieren und eben für ihre Kommunen, Gemeinden, Unternehmen zu nutzen. Vielleicht kann ich hier kurz ergänzen. Das Spannende ist eben, dass wir diese Internationalität beispielsweise in Chengdu viel stärker verzeichnen können in der kurzen Zeit als beispielsweise in Guangzhou. Ja. Guangzhou ist eine sehr stark regionale Messe. Wir haben, sag ich mal, Besucher aus aus Hongkong, aus dem Bereich, aber von den Ausstellern internationaler Seite ist Chengdu um einiges interessanter. Wenn Sie jetzt hier, vielleicht darf ich noch ergänzen, Patricia, die Aussteller hier sehen, das sind natürlich alles Unternehmen, die einen Partner vor Ort bereits haben. Also es sind jetzt noch nicht die rein internationalen, was eben in 2020 nicht der Fall war, in 2019 ja, aber in 2020 leider noch nicht. Wieder an dich zurück, Patricia. Genau, ja. Hier spielt uns leider auch die Pandemie natürlich ein bisschen Strich durch die Rechnung, dadurch, dass Reisen sehr erschwert oder dass man einfach gar nicht reisen kann, war natürlich letztes Jahr ein Problem und dieses Jahr leider auch. Von dem her hoffen wir natürlich, dass in den nächsten Jahren, wenn die Pandemie wieder rum ist, hier auch wieder mehr internationale Aussteller, also mit Partner oder eventuell auch ohne Partner, reisen können und dort ausstellen können. Bei der Besucherherkunft sieht es ähnlich aus.
wie schon gesagt, eine regionale Messe. Das heißt, der Großteil der Besucher kommt auch vom chinesischen Festland aus den verschiedenen Regionen. Hier auch wieder bei den internationalen Besuchern, es ist ein kleiner Anteil da, allerdings eben auch wieder 2019, 2020 hatten es wieder, wie schon gesagt, die Pandemie ein bisschen den Strich durch die Rechnung gemacht, da leider keine internationalen Besucher hinreisen konnten. Dieses Jahr wird es natürlich auch wieder ein bisschen schwierig, deshalb hoffen wir natürlich auf die nächsten Jahre. Aber es wurden immer Partner vor Ort hingeschickt und zum Vergleich, 2019 kamen internationale Besucher aus 9 Ländern und Regionen auf die Messe, also auch aus den umliegenden wie Korea, Taiwan, Malaysia, aber auch USA oder Holland. Genau. Die Besucherstruktur, also man kann generell sagen, dass die meisten aus dem Managementbereich kommen und sich eben neue Technologien anschauen möchten, sei es jetzt von den chinesischen Kollegen oder eben auch international. Wir wissen international gerade, wie vorhin schon erwähnt, Made in Bavaria, Made in Germany ist sehr hoch angesehen. Das erweckt Aufmerksamkeit. Hier kommen dann Besucher gerade gerne hin und möchten sich gerne informieren, was ist denn in Deutschland oder im Westen eben attraktiv, was kommt hier so gut an, was sind die Funktionen und so weiter und so fort. Und diese ganzen Besucher, gerade von der Management-Bereich, kommen sowohl aus der Industrie, also für ihre eigenen Unternehmen, als eben auch Gemeinde, Städte, Kommunen, um hier eben Informationen zu sammeln, was sie für ihre eigenen Orte oder eben ihre eigenen Kommunen eben verbessern können oder implementieren können. Die iExpo Chengdu ist jetzt nicht nur eine reine Messe, in dem Besucher eben ihre Aussteller besuchen können oder Informationen sammeln, sondern wir haben auch ein umfangreiches Rahmenprogramm zu bieten, an dem Aussteller und auch Besucher teilnehmen können. Hier gibt es Vorträge, Diskussionen oder eben auch ein sogenanntes Buyer-Seller-Forum für Aussteller und Besucher. Das heißt, Besucher können sich dort, können dieses Event eben besuchen und sich informieren, beziehungsweise dann auch im Nachgang mit Aussteller und Redner nochmal darüber diskutieren. Und auch Aussteller haben natürlich die Möglichkeit, sich in dem Rahmenprogramm aktiv zu beteiligen. Das heißt, wenn man ein interessantes Thema aus einem Umweltbereich hat, ein aktuelles Thema, wenn man gern etwas vorstellen möchte, kann man sich dort auch beteiligen und dem Besucher die Informationen eben auf den verschiedenen Konferenzpunkten darlegen. Der Punkt hier ist, dass eben, wie vorhin schon erwähnt, Aussteller und Besucher eben hauptsächlich aus China kommen. Das heißt, es wäre natürlich notwendig, dass man einen Übersetzer dabei hat oder eben Partner vor Ort, die das dann auf Chinesisch direkt übersetzen. Wenn ich noch ergänzen darf, das Buyer-Seller-Forum, das wird sehr, sehr gut angenommen, ist auch mal sehr, sehr professionell von den Kollegen organisiert. Das sind also vorab terminierte Gespräche, wo man eben sogenannte Buyer und Sellers passgenau zusammenbringt. Das wäre also auf jeden Fall dann sowohl für Besucher als auch für Aussteller steht es eben kostenlos zur Verfügung. Genau, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Tool. Also gerade wenn man auf Fuß fassen möchte in Westchina, um sich mit Besuchern oder anderen Ausstellern einfach zu verknüpfen oder einfach zu schauen, was bieten die an, was biete ich an, wer hat Interesse, um sich eben auszutauschen. Und dadurch, dass das Buyer-Seller-Forum eben, dass eben im Vorhinein diese Treffen sozusagen verknüpft werden, hat man jetzt nicht ein ewig langes Suches, wer könnte zu mir passen, sondern man gibt sozusagen seine Interessen an und wird verknüpft und kann dann die Gespräche führen, wenn man möchte oder nicht. Das ist natürlich auf freiwilligen Basis, genau. Ja, hier haben wir mal noch einen Überblick über unseren Hallenplan der iExpo Chengdu. Also wie gesagt, sind wir noch eine sehr kleine Halle kleine Messe, Entschuldigung, mit circa 2 Hallen. Also alle unsere vertretenen Punkte, wie ich schon gesagt habe, wären hauptsächlich Luft, Abfall, Wasser und Boden. Der Pavillon von Bayern International wäre sozusagen in der Halle 5 gelegen, mittig, also erst exklusive Standplatzierung natürlich. Und genau, hier hätten wir unsere Meeting Area, wo eben auch das Forum stattfindet.
und auch ein kleineres Segment nochmal mit anderen internationalen und regionalen Pavillons. Also man sieht, es ist zwar noch klein, aber durch die letzten zwei Male konnte man schon sehen, dass es sich vergrößert hat und somit wird auch gerechnet für die nächsten Jahre. Genau, das war es erstmal, so ein erster Überblick von uns generell zur IFAD-Welt, zur AI Expo in Shanghai, Guangzhou und speziell auch Chengdu. Wie gesagt, dieses Jahr durch die Pandemie ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger, hier anzukommen. Aber ich hoffe, dass wir Ihnen auf jeden Fall schon mal ein erstes Bild geben konnten, was auf der AI Expo passiert, wie wichtig auch die AI Expo ist für den Westen. Und auf jeden Fall eine sehr gute Messe und, glaube ich, auch gerade in Zusammenarbeit mit Bayern International hier Fuß zu fassen, um einen ersten Einstieg in die Welt von Westchina zu generieren. Vielen Dank. Ja, liebe Frau Schlegel, liebe Frau Fritz, vielen herzlichen Dank für diesen Überblick. Und ich finde es immer spannend, klar, es ist eine kleinere Messe, aber vielleicht die Möglichkeit, sich da auch auf sich aufmerksam zu machen. Genau. Also eins einfacher manchmal auch, ja. Weil mit 15 Hallen gehen sie manchmal schon ein bisschen unter inzwischen. Ja, genau. Aber natürlich stellt sich dieses Jahr die Frage nach der konkreten Umsetzung. Und dazu würde ich gerne meine Kollegin Frau Cheng Lanry aus Chengdu noch dazu schalten. Denn wenn sich, liebe Lanry, eine bayerische Firma für eine Beteiligung konkret interessiert, welche Unterstützung könnte sie jetzt vom Bayerischen Repräsentanzbüro erhalten? Und welche weiteren Partner könnten da auch noch einen wertvollen, konkreten Beitrag leisten? Ja, danke, lieber Anne. Also wegen der Reisebeschränkung ist der Einreise in China in diesem Jahr voraussichtlich schwer. Aber unsere Repräsentanz bietet gerne also Unterstützung und Services für Sie vor Ort in Chengdu, soweit wie möglich gerne. Also die traditionelle Unterstützungen könnten wir dann in verschiedenen Formen machen. Also einmal ist während der Messe ist die vorortige Messevertretung möglich durch unser Bayern-Gemeinschaftsstand. Also daneben zeigen wir auch einen Foto von unserem Stand zurück in die erste Version in 2019 und dann noch ein Foto von dem Stand von unserer bayerischen Firma Netsch in 2020, also im letzten Jahr. Und neben der vorortigen Messevertretung, also durch ihre Video, Poster, Materialien, Broschüren und so weiter, sind wir auch verfügbar zur Unterstützung für Kontaktvermittlung mit potenziellen Serviceanbietern, wie zum Beispiel Dolmetscherdienst, Organisation von Online-Meeting oder nach der Pandemie, wenn alles normalisiert wird, ist die Unterstützung bei der Reiseorganisation und Begleitprogramm immer noch auf der Agenda. Und was weiteres ist, neben der Messevertretung unterstützen wir auch gerne bei der Kontaktaufnahme und Netzwerkaufbau mit lokalen Regierungen, Vereinen und Multiplaktoren. Und wie zum Beispiel gerne können wir auch wie zum Beispiel also Vorgespräche, Termine für Sie vorbehalten und so weiter. Aber natürlich sind wir auch verfügbar zur Unterstützung bei weiteren individuellen Anliegen. Das können wir dann also je nach dem anderen besprechen. Und dann, ja, last but not least, als weitere Optionen gebe ich gerne das Wort auch an Herrn Wen vom Außenhandelskammer hier Chengdu Büro, der auch sehr erfahren ist, um professionelle Services zur Messevertretung anzubieten. Danke, danke, Lara. Genau, also wir haben auch Dienstleistungen zu dieser Messevertretung und soll ich mal das mal zeigen oder wie funktioniert das? Präsentation kommt gleich. Genau, ja, danke, vielen Dank. Genau, das ist unsere Dienstleistungen dazu, zu dieser Messevertretung und vor allem in diesem Zeitraum, wo die deutschen Unternehmen hier in China noch nicht kommen können, also wenn es diese Reisebeschränkungen noch gibt.
Also das Konzept ist ganz simpel. Also wir vertreten den Unternehmen durch unsere AHK-Kollegen hier bei der Messe. Und wir können als Aussteller vertreten, wir können auch als Besucher vertreten. Und da können wir die Aussteller da besuchen, oder wir können auch als Ausstellervertreter da auch den Besucher da gut vorstellen, die Unternehmen gut vorstellen. Und außerdem neben der Visitkartensammlung und auch Dateibearbeitung können wir sogar auch so in B2B individuelle Virtual Talks da direkt erstellen durch unsere Application, durch unsere Online-Meeting-Software. Da können wir direkt mit dem Deutschland da verbinden und damit die beiden Seiten, die potenziellen Kunden und auch deutsche Unternehmen direkt da verbinden können. Außerdem können wir auch so Datenanalysen, wie gut die Messe ist und wie machen wir weiter. Also wir begleiten den Unternehmen also immer weiter bis zum nach dem Messe haben wir auch viele Follow-up-Dienstleistungen dazu. Vielen Dank, Herr Wen. Ja. Vielen Dank, Larry Cheng, für diese Informationen. Liebe Teilnehmer, wir beenden jetzt die aufgezeichneten Session und stellen gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.